So, Battlefield Action, ja. Kenne ich die Karte schon? Ja, aber die habe ich noch nicht oft gespielt. Oh ja, und ich habe einen neuen Waffenskin bekommen. Einen neuen Waffenskin. Ja, nur mal so zur Info. Mein erster Waffenskin. Sieht ja ganz schick aus. Ah, da fliegt ein Drohnenflugzeug. Na, das wird wahrscheinlich nichts nützen, wenn ich da drauf schieße. Oh. Ah, Hans, guck in die Luft, konzentriere dich lieber mal auf den Boden, Mann. Naja. Ja. Genau, lass mich da wieder rein. Ah, der war doch da oben, oder? Gut, ha? Ja, da war er. Und das ist er immer noch. Wo campt er jetzt? Wo campt er jetzt? Ach, ich hasse Camper. Außer wenn ich campe, ist da natürlich was anderes. Aber dann campe ich schon mal. Naja, vielleicht beim Campen, aber. So, jetzt sterbe ich gleich wieder. Rutsch. Oh, wo war denn der? Hä? Wo war denn der? Hm? Ach so, das war keiner von mir. Hä, war der gerade einer von mir? Komisch. Oh, der ist gestanden, ach, egal. Oh, das Gebäude ist jetzt Schrott. Ja. Hast du wohl gedacht? Oh, ich bin aber gleich kaputt. Ich bin gleich kaputt. Ich brauche ärztliche Hilfe. Hallo. Na toll. Ich laufe einfach mal dem nächsten Ziel entgegen. Oh, das ist ein Hubschrauber. Oh, bloß weg hier. Oh, Gesundheit ist wieder voll. Gesundheit ist wieder voll, okay. Ja. Feindliches Boot auch nur. Auch nur bloß. Ich hasse Boote. Weg da, weg da. Naja. Bloß weg hier. Okay. Einfach mal da lang, das sind glaube ich viele Gegner. Das heißt, dass ich gleich wieder sterben werde, aber einer muss ja das lebende Schild sein. Einer muss es ja machen. Hallo?
Ah, wir sind scheiß Panzer. Das ist ja auch unfair, ein Soldat gegen einen Panzer. Was, Surface Laggy? Ich habe doch 15 FPS, Ping von 15. Das ist doch nicht laggy. Gunship in der Luft, ach ne, ach ne, erst ein Panzer schon. Aber was mir neulich mal aufgefallen ist bei Battlefield in den Server Messages, auf dem Server, wo ich sonst spiele, das ist ja gerade ein anderer Server, war immer da gestanden: Spieler XY gebannt wegen Aimbot, Spieler XY gebannt wegen Aimbot. Anscheinend ist Battlefield auch so ein Cheater-Game. Was jetzt nicht, das ist natürlich nicht, erklärt, dass ich so schlecht bin, weil ich ja nicht cheate. Aber wenn ich sehe, wie oft da immer Leute wegen Aimbot gebannt werden, dann denke ich mir doch, ja, komisch. Warum ist das nur so? Ja, jetzt haben wir wieder einen anderen Mann im vor einem eigenen Team übrig. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir, jetzt ist Schluss. Moment. Oh, 1 zu 6, so. Sturmsoldat, genau. Haha. Da ist die Waffe schon viel ruhiger. Die eiert halt immer so, wenn ich schieße. Aber dafür habe ich auch keinen Raketenwerfer. Obwohl in freien Maps treffe ich damit eh nicht so viel, aber in so engen Maps, so mit Gebäuden, da habe ich neulich eine Runde gespielt, da hatte ich dann 16 Punkte, wurde zweimal getötet. Das ist in der einen Bunker-Eis-Map. Die meisten Leute, die wissen schon, was ich meine. In der offenen Welt, mit dem Bunker. Mit dem Bunker und der Eis-Welt. Oh, ich habe glaube ich Killhilfe für irgendwas bekommen. Wo bin ich hier? Hallo? Toll, jetzt hätte ich den Raketenwerfer gebraucht als ein Panzer. Das ist wieder mal so typisch. Das ist immer so typisch. Und der Panzer geht hier, läuft hier Amok. Ist er weg? Ah, das ist unbesetzt. Also, jetzt bräuchte ich wieder mein Pionier, dass ich den Panzer reparieren könnte. Das ist immer so typisch. Wenn ich jetzt wieder wechsle, dann brauche ich den Raketenwerfer bestimmt nicht. Das ist immer so. Ah, das sieht gut aus, das ist ein Panzer, ein gegnerischer. Aber bis ich da bin, ist er eh wieder weg. Habe ich es mir noch fast gedacht. Naja, aber ich bin ja auch irgendwie im Nachteil, weil wenn ich vorbse, und wenn ich vorbse, das Video vorbse, dann habe ich 10 FPS weniger. Und mit 50 FPS, 45 ist halt, naja, so eine Sache. Sonst wenn ich ohne vorbse spiele, habe ich immer 60, 70 FPS.
GTX 760 übrigens. Falls es irgendjemand interessiert. GTX 760. Und die ist schön leise, hat drei Lüfter, ja. Gut, eigentlich hat sie jetzt sechs Lüfter, weil ich habe nochmal drei über die Karte drauf gebaut und ist jetzt super gekühlt. Ich bin also MacGyver. Ich habe auch an meiner CPU drei Lüfter dran. In der Mitte vom Lüfter, also ich habe so ein CPU-Lüfter, da kann man in der Mitte in den Lamellen einen reinstecken. Dann habe ich noch links und rechts einen, dass die alle in eine Richtung rausblasen. Also die CPU ist halt eiskalt. Und die Grafikkarte auch. Und dann noch ein Haufen 120er Gehäuselüfter. Da gibt es halt nichts. Oh. Moment, auf was schieße ich denn? Ich sehe nichts. Hallo, 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 Darling, hallo. Den ja. Achso, ich hab gedacht, der ist beschädigt. Naja. Hat vielleicht jemand anders repariert? Ich kann da auch jetzt nicht drauf gucken. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ah ja, ich habe mir jetzt Herr der Ringe 1 bis 3 auf Blu-ray gekauft. Ich habe den bisher nur auf DVD gehabt. Ich will mir jetzt nochmal Blu-ray angucken. Ich habe schon die erste Episode angeschaut auf Blu-ray. Herr der Ringe 1 und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Deutlich. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Boot, südlich deiner Stellung. Der Nightbolt. Na, da wird schon wissen, wohin er fährt. Ich denke mal, 90% der Spieler hier kennt sich eh besser aus als ich. Die Karte habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal gespielt. Ja, von insgesamt 10 Spielen, da ist es ja eh. Da ist es schon viel. Na egal. Egal. Ja, da fliegen ein paar Flugzeuge. Ich glaube, der ist kaputt. Ah, der gehört zu uns. So, ich habe eben die DPI-Zahl von meiner Maus erhöht. Ich ein wenig schneller rumdrehen kann. Nein! Scheiße! Oh, Scheiße, oh, Scheiße! Verdrückt! Verdrückt! Hä? Ich bin gerade verwirrt. Oh, Scheiße. Huch. Ja, tut mir leid, sorry. Ich mach mich gerade Angst. Ah, ich glaube, der ist schon kaputt. Ich glaube, der ist schon...
Ja, Interessant. So, habe ich irgendwas freigeschalten? Ich glaube nicht. Oh, doch. Ah, Minen. Oh, cool, jetzt kann ich Minenlicht. Das ist bestimmt cool. Ja, ich spiele gleich das nächste Spiel. Da mache ich daraus eine Doppelfolge, die ich dann in zwei Teile aufteilen werde. Ja. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich noch einen Teil vom nächsten Runde sehen und dann mache ich da irgendwo zwischendrin Pause. Dass ich dann, ja, weil sonst wäre das Video zu groß, sonst kann ich es nicht hochladen. Nächste Runde startet gleich. 4, 3, 2. Und jetzt muss ich gleich dran nicht vergessen, dass ich die Minen einbaue. Kommt auf die Map an. Es kommt halt auf die Map an, was jetzt für einer kommt. Ja, die Frage ist halt jetzt, die Minen, gehen die hoch, wenn nur Fahrzeuge drüber fahren oder gehen die auch bei Personen hoch? Oh ja, jetzt kommt die Karte. Ja. Genau, da kann ich eigentlich die Minen benutzen, wenn die überhaupt bei Personen hochgehen. Weil das Fahrzeugreparaturgerät brauche ich auf der Map nicht. Na, ich mache mal eine kurze Pause, bis die Map geladen ist und dann bis gleich.